Die Bose Baskets Bamberg ziehen nach einem unglaublichen Krimi in die Top 16 der Euroleague ein. Dabei sahen sie gegen Partizan Belgrad lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Das 92:90 nach Verlängerung. Ein denkwürdiges Spiel. Die Brose Baskets Bamberg in Schwarz mit einem Blitzstart. Jacobson auf Zirbis zur 8:2 Führung. Man merkte, dass sich der Doublesieger was vorgenommen hatte. John Goldsberry mit dem Dreier. Bamberg dann mit einer kurzen Schwächeperiode, zeigte aber dann den Basketball der Anfangsphase, sodass die Baskets mit einer 47:35 Führung in die Halbzeit gingen. Auch in Durchgang 2 hielten die Bamberger die Gäste auf Distanz. Carsten Tada für 3. Zum 73:64. Aber in den letzten Minuten des vierten Viertels dann das Comeback der Serben. Bamberg mit zu wenig Defensiv-Rebounds. Partizan hingegen aggressiv am Brett. 4 Sekunden vor Schluss dann Belgrad nur noch mit 2 hinten. Und dem unglaublichen Finish. Unfassbar, kaum zu glauben, es ging in die Overtime. Diese blieb ausgeglichen, an Spannung kaum zu überbieten. Bamberg erkämpfte sich durch Sherrod Ford eine knappe Führung. Wenige Sekunden vor Schluss Bamberg mit 3 Punkten vorne und dann mit diesem dummen Foul in der Wurfbewegung. Der Rest ist bekannt. Das Déjà-vu-Erlebnis Dragan Milosavljevic muss alles riskieren. Vergebens. Die Bose Baskets Bamberg haben sich das Leben schwer gemacht, doch feiern den verdienten Einzug in die Top 16.